East German Gothic Studies ist eine neue Serie, die ich seit diesem Jahr bearbeite. In der Ausstellung sind erstmals zwei Arbeiten daraus zu sehen. Einerseits zeige ich Archivmaterial, das sich mit der Grufti-Kultur, insbesondere in der DDR, beschäftigt. Und andererseits zeige ich etwas, womit ich mich schon länger beschäftige, nämlich eine Arbeit, die aus Latex, Glas und Stahl besteht, vitrinenhaft wirkt und genau, das Latex auf eine Art, ist auf eine Art bearbeitet, die man als künstliche Alterung bezeichnen könnte. Im Sommer habe ich es auf Glasplatten gespannt und durch die Sonneneinstrahlung ist es brüchig und von einem blickdichten Zustand in einen sehr, ja, wie eine Art halbdurchlässigen Filter übergegangen. Und durch diesen schaut man eben auf das Archivmaterial und sieht die Alterung einer Jugendkultur.